Oder warte, ich bin noch nicht so weit. Wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn hin? Zum Kanal. Nein, schon viel zu weit. Viel zu langsam. Nochmal von vorne. Wo gehen wir denn hin? Zum Kanal. Was machen wir da? Die Enten füttern. Womit? Mit Brot. Ja. Mir ist ein ganzer Sack voll Brot. Ein Sack voll Brot. Oh, alle Schlappen sind mein. Alle Schlappen sind mein. Das holen die Möwen sich, lasst, das ist okay. Die essen das, Papa. Die essen einfach nur Brot. Das ist gut für die. Naja, nur Brot ist nicht gut. Da oben sind die ganzen Möwen und warten auf Nachschub. Auf zwei Häusern sitzen die. Beobachten das Wasserloch und wenn da einer kommt, stürzen die sich runter. Immer, zweimal schon. Kannst du auch meine nehmen mit meinem kleinen Kissen? Das ist überhaupt nicht wahr. Nicht anders. Nicht anders. Guten Morgen. Morgen. Im neuen Jahr im Fahrradladen. Hat sich nicht geändert. Ich habe immer noch meinen Kaffee, meinen Milchkaffee. Ich habe eine neue Kaffeekasse hier. In Form einer Kaffeetasse habe ich eine Kaffeekasse. Ich habe Anouk als Assistentin heute am ersten Morgen, nur morgens, für eine Stunde mit dabei. Und Werkstatt ist gleich geblieben. Alles ist gleich. Und wir haben schon Aufträge. Das ist total, total toll. Aber jetzt machen wir erstmal kurz auf in aller Ruhe und dann sehen wir uns gleich wieder mit den Aufträgen. Ich zeige euch eine Reparatur oder eine Sache immer so am Tag. Habe ich mir überlegt. Also erklären werde ich trotzdem nicht groß, ja. Werde nur mein typisches Geschwafel dazugeben. Kennt ihr ja, wir werden mal sehen. Ich freue mich auf alle Fälle, dass es weitergeht und dass ihr wieder mit dabei seid. Ja. Also Daumen hoch für euch erstmal. Daumen runter könnt ihr bei mir ruhig auch wieder machen, auch wenn ihr da mit dabei seid. Ihr hört ja mit dazu. Jedes Gericht braucht auch ein wenig Würze. Ne? Also bis dann. Fantastisch. So. Während Anouk vorne Bremsbeläge demontiert, mache ich hier hinten den Albtraum eines jeden Fahrradhändlers fertig. Und zwar ein Amazon-Bike. Glückwunsch! Habe ich für mein Kind gekauft. Sieht schön bunt aus. Schön viel Plastik, sackenschwer, von Qualität sieht man erstmal nichts, aber so ist es halt. Endmontage, Billigrad, Amazon. Tada! Ja, sieht es nicht schön aus? Hat es nicht eine wunderschöne Farbkombination für ein Mädchen? Na gut, dann beginne ich mal mit, sagt schon alle Tier, wie das sperrt hier unten. Und soll man da oben festmachen? Ja, hier festmachen, aber es geht ja nicht weiter, weil es hier unten sperrt. Mhm. Gut mitgedacht, Leute, fantastisch. Genau, die beiden, das kommt da reingesteckt wieder. Das kommt dahin gelegt. Genau, hier oben. Oder da rufen.
da irgendwo rein. Das kommt hier rein. Das und das kommt da rein. Und dieses kommt hier rein. Was wollt ihr denn jetzt? Gucken, ob die Aufnahme läuft. Also ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich werden die Vlogs auch gehanischt dieses Jahr. Weil das regt mich nämlich total auf, wenn ich alle dreimal sagen muss. Wie gesagt, jetzt hier ein Kinderrad, was ich eigentlich nicht... Kannst, wenn du willst, kannst du hier Vorderrad aufpumpen. Dann machen wir erstmal die Bremse richtig an die Position, wo sie hingehört. Nee, hier, ist hier, Anouk. Die vernünftige Pumpe steht da. Auf was kommt denn? Eine 3. So. Dafür werde ich jetzt aber auch erstmal die Bremse lösen. Lösen wir jetzt erstmal die Bremse hier. Das mit steht der Tratsch. Da ist ja auch noch nicht drin. Oh. Ja. Ah, jetzt. Ja, ja, ja. Bremsbelag, Bremsbelag. Diese Bremse einstellen. Ist eine lackierte Felge. Lauft ihr noch? Ja. Werdet ihr jetzt öfter hören heute. Es ist eine lackierte Felge. Lackierte Felgen, auf denen bremst man eigentlich nicht. Eigentlich. Ne? Aber so ist es halt. Was heißt lackiert? Was meinst du? Das Lack drauf. Das ist kein Stahl. Normalerweise bremst du ja auf Stahl oder du bremst auf Chrom oder auf Aluminium, aber auf Lack bremst man eigentlich nicht. So, jetzt stellen wir diese Bremse ein, diesen Bremsbelag hier, so hier, ne? Kannst du mal einen 15er Schlüssel nehmen und gucken, ob hier fest ist? Dann, sonst schraube ich. 15er da drüben. Geradezu. Ah, stimmt, ganz vergessen. Macht nix. 15er, 15er, ich schraube fest. Ja, das wäre gut. Noch da? Boah, ist die locker. Wahnsinn. Okay, also offensichtlich brauchen wir erstmal tatsächlich hier oben die Schraube. Guck mal in dem Körbchen da drin. Das sind ja alles Teile, die noch dazugehören. Da müssen wir hier erstmal festschrauben. Durchstecken. Bitte von vorne durchstecken. Muss jetzt das Ding da rein? Und jetzt kommt das hier hoch. Und jetzt kommt die da dran. Fest? Genau, jetzt nimmst du dir zwei 10er Schlüssel. Hier Nummer 1 und auf der anderen Seite ein Maulschlüssel. 10er. Und dann schraubst du das mal richtig fest. Schrauben? Mit einem hältst du fest und zwar mit dem hältst du fest. Ansetzen. Und mit dem drehst du, drehst du, drehst du. Schön gerade ansetzen, ne? Gerade so. Schön weit hinten am Stiel ansetzen, anfassen. Genau. Wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann machst du es andersrum. Dann hältst du hier mit fest und drehst damit. Ansetzen, drehen. Achso. Ansetzen und nochmal drehen. Okay. Super. Das ist fest. Jetzt kannst du die Achsmuttern festschrauben. Lauft der noch? Der läuft noch. 15er. Den habe ich wieder hingehauen. In welche Richtung? Nur fest. Hier? Den. Ja, falsch rum. Ja, so rum. Das fühlt sich so, als wäre eine Huckel dabei. Immer darauf achten, dass du richtig angesetzt ist.
Wir werden hinten den Schlüssel anpassen. Und so leichter geht's. Wunderbar. Reicht. Andere Seite. Ach da, oder geht's dann auch? Ja, so. Ups. Gucken, dass der Schlüssel richtig angesetzt ist. Du willst nicht abrutschen, das tut dir weh. Okay. Okay, jetzt die Bremse vorne einstellen. Ich häng's wieder ein. Ja, bitte auf alle Fälle. Das ist immer gut, wenn gleich wieder da hängt. Dann brauchen wir einen Schraubendreher, um die Spannung zu erhöhen auf der Seite. Wenn es auch funktioniert, um die Spannung zu verringern auf der Seite. Ja, es ist zum Kotzen. So, so ein. Da hängt es, da ist es. Hier hängt es. Aber hier auch, da ist es richtig nah dran. Wie gesagt, der Albtraum eines jeden Fahrradschraubers. So, hinten kannst du auch schon festschrauben, wenn du magst. Die 15er. Ne, hier. Das kann auch schon richtig fest. Einfach festschrauben. Okay. So wie das. Ach, ist eine 8 drin, auch noch. Also eine 8. Bip. Ja, Mensch, Albtraum, wie gesagt. Also das ist überhaupt nicht schön. Und wird auch nicht schön. Okay, das haben wir einigermaßen hinbekommen hier. Immerhin. Das wird ja gar nicht fest. Aber den neuen und der machst du nicht, ne? Also musst du schon mal die Seite nehmen und nochmal drehen. So, haben wir. Das hier ist das Kleber von der Alufolie. Das ist von der Folie wahrscheinlich, von dem. Da auch. Hat einer abgerissen einfach. So, jetzt kannst du hier hinten noch aufpumpen, wenn du magst. Mhm. Na, hier. Mhm. Einfach ab. Und dann musst du hochgehen. Dann muss ich hoch. Mhm. Erstmal. Und dann machen wir heute Nachmittag weiter. Ja, ich komme gleich nach dem Meeting wieder nach Hause. Nach Hause? Zu dir. Zu Hause in den Keller. Ja. Ich kann dann gleich wieder zu dir. In den Keller zu Hause. Was ist das? Also mit Bremsbeläge gut einstellen, das kannst du vergessen hier bei so einem Fahrrad. Der Wesen schläft nicht mehr. Oder bremst irgendwie. Schon okay quasi. Kann man erstmal so lassen. Das ist fest. Nochmal probieren. Okay. Alles klar. Vorne ist gemacht. Das ist gemacht. Aufgepumpt ist. Jetzt hört mich bestimmt jemand an, oder? Hallo. Hallo. Tschüss, hallo. Tschüss, ja, dann bis nachher. Okay, also wir haben hier, seid ihr noch an? Ihr luft ja noch, jetzt luft da mal durch. Das ist schlimm, wenn ich nicht weiß wie. Hier, das Rad eiert wie Sau, das ist natürlich jetzt echt irgendwie ein Manko für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil so eine Sachen kann man natürlich dann schwerlich gut aufbauen.
Schon rein, wenn die Grundeinstellungen nicht stimmen. Also den schrauben wir auch natürlich fest hier. Zack, das sind ja Kinderräder, die sollten eigentlich tippitoppi sein. Das schieben wir auch ein bisschen näher ran, weil so groß ist keine Hand vom Kind. Das ist auch keine kindergerechte Klingel irgendwie, weil denn da oben kriegt sie ja nicht so weit abgespreizt. Ne? Irgendwie bis hier nach oben. Kindergerecht wäre hier unten oder so, irgendwas. Oder eben diese Drehgriffklingel, diese Ring, die sind gar nicht so schlecht für Kinder, glaube ich. Gut, Körbchen und so kommt zum Schluss. Wir machen jetzt erstmal die fahrradrelevanten Sachen, also die sicherheitsrelevanten Sachen, wie Bremse und so eine Geschichten alles. Ne? Wie gesagt, wer sich so ein Rad kaufen muss, weil er einfach nirgendwo anders Geld zusammenkratzen kann für irgendein anderes Rad, der muss das halt machen. Aber darf dann auch von der Qualität und von der Langlebigkeit oder so vom Fahrkomfort sozusagen nicht viel erwarten. Kinder erwarten ja nicht viel Fahrkomfort. Die kennen ja keinen Fahrkomfort in dem Sinne. Ja, aber man muss es seinem Kind ja auch so leicht wie möglich machen, darf man nicht vergessen. Die meisten Kinder heutzutage sind ja eh schon recht bewegungsfaul, muss man ja auch mal dazu sagen. Und denen dann noch so eine Bewegungsbremse und dann Arsch zu klemmen, also finde ich halt schon immer so ein bisschen bedenklich. Das ist halt eher kontraproduktiv, weil wenn ein Fahrrad beschissen fährt und das erste Fahrrad sein soll im Leben, dann sagt man sich doch als Kind, wenn sich das so kacke fährt, fahre ich lieber Auto. Also das ist so die Kurzform für mich. Das Resümee von Zianze. Na, deswegen bin ich die echt Freund von guten Kinderrädern. Also die sind rumher, ja. Zack, dumm. Jetzt reduzieren wir noch ein bisschen den Weg. So, dass auch ein bisschen Bremsverhalten eintritt. Naja, ich habe Brunox bestellt heute wieder. Es gibt endlich wieder Brunox. Brunox ist mein Freund. Ja, bitte? Hab die gewonnen. Ach, hast du verloren, ja? Nee, die lag tatsächlich auf dem Tisch, weil ich sollte gar nicht das ganze Fahrrad herbringen, sondern warst du ein bisschen stark. Also pimpen werde ich es nicht, das Rad jetzt. Das ist jetzt halt so, wie das ist, tatsächlich. Da müssen auch alle mal kräftig durch. Haben wir. Ist auf alle Fälle fest. Das läuft. Das ist fest. Die Schrauben werden jetzt alle mal nachgezogen. Ist ja auch klar. Auch alles sehr weiches Material. Ne? Höhe des Sattels und so weiter muss man dann selber einstellen. Ne, Freilich, ich bin da. Bin doch. Der Herr. Moin. Ach, ihm. Du musst gleich nochmal los. Na ja, ja. Muss auch zum Bezirksamt. Ja, alles gut. Verlängerung für die Umschulung ist klar. Das habe ich schon geklärt. Ach, hör auf, ey. Jetzt muss ich bloß noch meine Wohnsituation noch mal klären. Wieso? Was ist da schon wieder? Ja, ich brauche eine Verlängerung. Wieso? Was ist denn sonst? Fliegst du raus oder was? Ja. Wenn ich mir die Verlängerung nicht organisiere, bin ich da raus. Ja. Jetzt muss ich bloß erstmal gucken, ob ich ins Bezirksamt drin komme oder ob ich das wieder per E-Mail machen muss. Ja, das musst du alle per E-Mail machen. Kann ich dir jetzt schon sagen. Da ist kein Rinkommen. Nirgendwo. Keine Ämter. Alle nicht offen. Lockdown wird ja noch ein bisschen härter. Kannst ja eigentlich sparen, hinzufahren. Du kannst eigentlich anrufen und kannst sagen, wie genau ist jetzt der schnellste Weg, dass ich das kriege? Ja, dann sagen die wahrscheinlich Bescheid, na, schicken sie einen Antrag zu oder werfen sie es in den Hausbriefkasten.
Da hast du allerdings keinen Stempel. Du kriegst nicht abgestempelt. Marlies wollte auch nur zur Kasse gehen, um was abstempeln zu lassen. Nee, machen sie nicht. Wir sind zwar da, aber wir machen die auf. Genau, was, ne? Mhm. Und neu. Naja, Amazon neu. 130 Euro. Aha. Ja klar, irgendwas müssen sie ja kosten, aber ist schon traurig. Vorne, hinten, Radiale eingesteckt. Mhm. Haben sie auch haben sie erst überlegt, ob es ein Kinderwagen wird. Haben sie gesagt, also jetzt komm, nee, muss ein Rad jetzt müssen wir wieder Rad bauen. Scheiße, dann stimmt die Speicher. Das ist ja, ey. Hätte keinen Luft. Dafür sind die Speichen nur am Motorraddicke. Oh ja, okay. Motorrad-Style. Das reicht. Hätten sie auch ein Vollrad nehmen können. Schwer genug. Action-Bike. Hui, ich hoffe, die macht nicht zu viel Action mit dem Bike. Das wäre schon tödlich, ja. Moin! Okay, also, was gibt's dazu zu sagen? Das Kinderrad haben wir aufgebaut. Das war das Video für heute, möchte ich mal sagen. Also ich habe jetzt da eigentlich nur Kurzvideo wird das werden. Da steht's, neben meiner ganzen Ware, die da einfach hingekippt wurde, so liebevoll von den guten Mitarbeitern. Ich habe dem Vater gesagt, wenn das Kind wirklich Freude dran haben sollte am Fahrradfahren, dann sollte er vielleicht überlegen, im nächsten Jahr ein gutes Rad zu kaufen. Eins, was im Fachhandel gekauft ist auch. Was natürlich ein bisschen teurer ist. Aber ja, so ist es nun mal. Jetzt geht's weiter mit Musik. Mal gucken, in der Kiste, ne? In der Kiste habe ich bestimmt noch ein paar. Ja, also so gerade die englischsprachigen Sachen. Okay. Ich stelle auf den Briefkasten, wenn ich habe. Tada, Tag 2. Und was habe ich heute zu tun? Ich habe heute schon was gemacht. Ich war heute schon anderthalb Stunden fleißig hier am Putzen. Ne, zwei Stunden fast. Und habe draußen ein bisschen sauber gemacht, zumindest die eine Hälfte erstmal gemacht. Ein paar Fahrräder geputzt, alles ein bisschen ordentlich hingestellt, damit so wieder ein bisschen ansehnlich aussieht. Hier den ganzen Splitt weggeschoben, ja, von den Straßen. Den finde ich ja furchtbar, den Splitt. Der ist auch sehr aggressiv übrigens. Also ich hatte gestern einen platten Reifen hier wegen Splitt. Hätte ich nicht gedacht, ja, aber er ist sehr, sehr spitz
und wahrscheinlich auch sehr, sehr wirksam, aber eben den Reifen heutzutage nicht sehr zuträglich. Ja, und heute werden wir mal schauen, was uns heute für eine kleine Geschichte überrascht, oder ob wir wieder irgend so ein Billo-Kinderrad kriegen. Hoffentlich nicht, ehrlich gesagt, weil es ist wirklich ein Krampf, wenn man die Arbeit abgibt, ist man eigentlich selber mit sich immer nicht zufrieden. Das hat man als Resümee dazu gesagt von gestern. Mit den Vlogs muss ich jetzt mal schauen, ob ich die tatsächlich wöchentlich mache. Muss ich schauen. Ich weiß, ihr fiebert gerade immer noch, jetzt ist schon Dienstag und ihr habt immer noch keinen Vlog-Kugel an. Ja, vielleicht müsst ihr auch noch bis zum Freitag warten oder so. Aber dann, ja, obwohl Freitag ist Chuck-Abend. Wir haben ja freitags immer unseren Chuck-Abend, da gucken wir mal so eine Serie, Chuck. Deswegen werde ich wahrscheinlich erst am Sonntag dazu kommen zu schneiden. Ja. Weil tatsächlich brauche ich abends auch ein bisschen Zeit jetzt für die Kiddies, weil Marle schläft halt schon, ist sehr erschöpft immer und ist ja auch den ganzen Tag alleine mit den Kindern und jetzt schon seit anderthalb oder seit einem Jahr eigentlich, seit dieser Corona, haben wir jetzt genau seit einem Jahr Corona, Lockdown-Geschichten hier und Einschränkungen, ist glaube ich seit fast einem, ja fast genau einem Jahr. Ja, und da ist er natürlich sehr überbelastet und da muss ich mich halt dann, wenn ich dann abends nach Hause komme und die Kinder noch was wollen von mir sozusagen, dann muss ich mich darum so ein bisschen kümmern. Ne? Na, was so geht. Lieber das, als jetzt einen Vlog zu schneiden. Das hat halt einfach Vorrang. Das ist es nun mal. Und deswegen ärgert euch nicht, sind die Vlogs ein bisschen kürzer. Hier haben wir von gestern auch einen platten Reifen am Hinterrad, der verursacht wurde von einem schlecht eingelegten Felgenmatt. Also es muss aber auch nicht sein, dass es schlecht eingelegt war. Es sah einfach dann nur aus, wenn man es dann aufgemacht hat, das Felgenband war so verdreht und die Speichennippel lagen blank sozusagen und haben dann eben den Schlauch durchgescheuert. Das kann auch durchaus passieren, sowas, wenn man ein günstiges Felgenband drin hat, was so nicht ganz maßhaltig ist, so ein bisschen Spiel hat und wenn man dann mit zu wenig Luft fährt, dann walkt sich das so um hier und gibt sozusagen den Speichennippel frei auf einmal und dann, ja, hat man ein Problem und man sieht es ja nicht. Man kann es ja nicht korrigieren, ohne dass man sieht, wenn die Luft rausgeht, dann ist es eh schon zu spät. Na, dann muss man halt wechseln und jetzt dann hat sie hier, die junge Dame, ein neues Felgenband drin, einen neuen Schlauch und dann kann es jetzt munter weitergehen in den Frühjahr, ins Frühjahr starten. Dann haben wir natürlich noch diese Winteropfer auch, wie hier so ein Mountainbike, das zeige ich euch gleich. Tja, und hier ist das Opfer vom Winter, wenn so ein Rad lange steht und so und dann auch noch vielleicht ein bisschen älter aussieht und ein bisschen rostig und was auch immer, da wird gerne mal einfach dagegen getreten. Ja. Und das ist leider auch sehr ausgefahren, davon mal abgesehen, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, also dieses Felge hier ist schon sehr hohl. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das nicht mehr zu zentrieren, was auch vielleicht eventuell möglich gewesen wäre, allerdings dann unter so viel Spannung auf einer Speiche, dass es auch nicht gesund ist für die Felge. Das wäre nur eine Notdurft für das nächste halbe Jahr vielleicht gewesen und man käme nicht drum rum. Jetzt haben wir hier ein neues Hinterrad geholt, was wir hier einbauen, gleich mit einer recht guten Hohlkammerfelge und das war's. Also das ist Winteropfer beseitigt, umgebaut haben wir schon, das kommt jetzt drin. Okay. Tja, hier bei dem Rad ist nach 30 Jahren mal sind die Bremszüge mal fertig. Das habe ich jetzt gemacht und gleich nochmal neue Belege drauf. Ja. Boah, ist auch jetzt nicht die super Aufgabe, aber auch sowas ist in diesem Jahr wieder zu machen. Wie jedes Jahr sage ich, nach dem Winter achtet drauf, ob eure Züge noch gut ziehen, ob die Bremsbeläge nicht runter sind, weil der ganze Dreck, der auf der Felge klebt im Winter beim Fahren und an die Felge rangepresst wird,
Das sorgt so schnell dafür, dass die Bremsbeläge hier abgerieben werden, wie als wenn das mit Schleifpapier bearbeitet wird. Und ja, da sollte man im Frühjahr, also wenn jetzt das ganze Matschewetter vorbei ist, wonach es ja aussieht, einfach mal drauf gucken und bei Bedarf natürlich erneuern. Denn gutes Bremsen ist wichtig. Ja, man wurde gut gefahren und ist ganz schön runter, muss man ja mal so sagen. Also da wird es auch Zeit. Da darf man ruhig mal investieren. Noch ein bisschen mehr. Das ist noch weit von weg, aber für das, was es ist, was man daraus machen kann, ist es gut. Dir auch, ciao. Wie bitte? Trink deine Tropfen hier. Ja, genau. Danke. Danke, ciao. Ciao, ciao. Bremsanlage ist wichtig. Haben wir jetzt gemacht. Und, denke mal, ist ein schöner Draht eigentlich. Lohnt sich halt auch, ne? Ja, ist doch fein. So. Gut, also. Ja, dann mal gucken, was noch so passiert. Aber wahrscheinlich ist jetzt schon auch Viertel vier ist es jetzt. Wir warten mal ab. Bam. Guten Morgen. Keine Ahnung, was los ist mit der Kamera, die spinnt total rum, deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen müssen und mir dann wahrscheinlich eine neue Kamera kaufen müssen. Da gibt es aber eben jetzt noch ein paar andere Ausgaben, die vorrangig sind, also die wird ab und zu abstürzen und das macht mir ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß damit zu filmen gerade. Zumal ich immer anfange, dann stürzt er ab und das kriege ich immer nicht mit sofort und dann muss ich wieder anfangen, wieder neu anfangen. Und das gleiche nochmal machen und das macht mir keinen Spaß. Nee, so funktioniert das nicht. Mitunter auch deswegen kommen die Vlogs jetzt erstmal nur einmal in der Woche. Also, seid nicht sauer. Lassen wir uns überraschen, was der Tag heute bringt. Heute ist der dritte Tag. Und ja, schauen wir mal. Heute noch einmal Wolfgang mitnehmen vielleicht und dann machen wir den Vlog zu. Ja. Ja.
muss noch weg hier. Ja. Ich habe mich auch so zurückgeknüpft. Okay. Jetzt kommt meine Schuhe quietschen ganz ruhig. Und ich brauche da endlich die Zettel von oben, die beiden. Okay. Ja. Oh, so, jetzt habe ich erstmal die Schornsteinfegerluken sauber gemacht. Hier diese Schornsteinluken. Das muss nämlich auch sein. Ja, und das Rad hier ist wahrscheinlich verkauft. Kommt bald einer. Guckt sich an. Nachdem es jetzt den ganzen Winter über draußen stand, werde ich noch mal ein bisschen drüber gehen. Noch ein bisschen säubern. Ein bisschen halt. Ne? Naja, und wenn es doch nicht weggehen sollte heute, da werde ich mich doch wohl erbarmen und das Rad auseinanderbauen nochmal, neu lackieren. Und dann geht's weg. Also da mache ich mir, keine Sorgen. Hol ich mir noch ein paar Peugeot-Aufkleber hier. Die gibt es ja alle im Netz. Hier, die ganzen Abziehbilder. Natürlich schade, dass das dann nicht mehr original ist. Aber so ist es dann halt. Erster Auftrag heute. Platter Reifen hinten und dort eine richtig dicke Scherbe. Also hier muss wahrscheinlich auch der Reifen getauscht werden, aber gucke ich mir dennoch mal an. Kann auch sein, dass man es doch lässt, aber sicher ist eigentlich sicher. Ne? Bei einer Scherbe, die dann größer ist als 3-4 mm der Schnitt, ja, da muss man schon eigentlich den Reifen tauschen, weil ansonsten ist das ja wie bei einer Narbe. Die Luft, der Luftdruck geht drin, presst die, den Schlitz auseinander und dann hast du sofort den nächsten Dreck wieder drin, der den Schlauch durchscheuert. Und das soll nicht sein. Darum schaut man sich das an. Ist der Schnitt von innen größer als 3 mm, wechseln. Gibt es keinen Pardon. Wer trotzdem fahren möchte, ist naja, in der Eigenverantwortung liegt das natürlich. Ne? Wenn jeder kein Geld hat, so richtig. Ja. Wie es ja, wie hier ja so oft vorkommt, dass die Leute sagen, ja und ach nee und wenig Geld. Man kann nicht mehr machen, als sie den Leuten sagen, dass es gemacht werden muss. Da muss man dann halt durch. So, hier hat einer richtig schön aufs Rad gerotzt, so richtig schön runtergerotzt. Hier oben alles voll mit Rotze, hier oben. Da sieht aus wie hingekotzt. Das ist echt widerlich. Ich hoffe, ich fasse da nicht nochmal Rinde hier irgendwie. Überhaupt dieses Rumgerotze, was überhaupt noch erlaubt ist heutzutage. Früher stand, ihr habt sogar Schilder auf den Stand, nicht ausspucken. Also, völlig normal, ne? Nein, so ist das. Ich würde mal sagen, wenn die Kamera jetzt ausfällt, das war der Vlog. Der kleine Vlog. Vom Schlittenfahren bis zum Werkstattalltag wieder. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Ich empfehle mich bis zum nächsten Mal. Also, jetzt haben wir hier so ein schönes, was ist jetzt, 6 KU oder so. Oh, guck mal, hier. Das fällt ja schon auf. So ist der gefahren. Oh Gott, hinten war das gleiche, nämlich, da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich doch noch mal die Kamera an. Also Kinder, das, wenn ihr losfahrt mit dem Fahrrad, Bremsbelag ist immer wieder fällig, schraubt die Radmuttern fest. Ganz wichtig, ganz entscheidend natürlich, weil wenn die Radmuttern nicht fest sind, hinten waren die auch nicht fest. Also, was soll dann sein? Dann gibt es einen riesen Unfall und das muss nicht sein. Und Bremse hinten ist
Ein Trauerspiel. Okay, also. Da haben wir ihm ja mal das Leben gerettet, ne? Schrauben nachgezogen, das ist wirklich wichtig. Also Radmuttern A und O. Radmuttern, Steuersatz, Schrauben, Rad muss fest sein. Gut, nur mal so am Rande noch. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Bis dann, ciao.